Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Siost, dem mittlerweile zerstörten Planeten. Und ja, wir sind jetzt hier gerade dabei, eine alte Gegend und alte Ruinen hier zu scannen. Wir haben allerdings die ganzen Daten jetzt schon zusammengesammelt und sollen die an dem Terminal hochladen. Und das Terminal wird hier allerdings von so einem Ruinen verteidigt. Den müssen wir mal kurz ausschalten. Und dann geht's auch schon weiter. Der schießt aber einiges auf uns ab. So, das sieht, du brauchst einen energiegeladenen Druiden. Okay, eine Energiezelle haben wir noch, das passt ja. So, Wiederaufbau-Algorithmen. Laden wir hier hoch. Alles klar. So sieht's aus. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Lade die Beobachtungsdaten auf dem Holoprojektor hoch. Okay, haben wir erledigt. Alles klar, die Quest haben wir auch erledigt, liebe Leute. Lass uns mal schnell wieder hier raus. So sieht das Ganze aus hier. Oder wie es damals mal aussah. Und hier müssen wir wieder raus. Wir haben hier noch ein paar Daten, ein paar Quests abzugeben. Zweimal müssen wir mit dem Makrofernglas nochmal Orte scannen. Ja, falls ihr euch wundert, also hier ist nichts mehr mit Monstern. Die sind alle tot, bis auf wenige Ausnahmen, die das Ganze überlebt haben, einfach weil sie unsterblich sind. Gegen einen so ein Monster hatten wir ja schon gekämpft. Das haben wir nur mit einem Trick ausschalten können. So, jetzt da unten. Ich was gut. Den sollen wir scannen. Und wahrscheinlich den Baum hier vorne. Dann haben wir hoffentlich alles. So, auch die Quest haben wir abgeschlossen. Benutze den Transmitter, um die Speicherkerndaten hochzuladen. Ich glaube, das können wir von hier aus sogar machen. Ja, auch das haben wir abgeschlossen. So, Asche geboren. Müssen wir nochmal abschließen. Dazu müssen wir zurück in den Außenposten. Gut, da gibt es keine Schnellreise. Deswegen müssen wir hier an der Stelle einmal, ja, mit unserem Thron hinreisen. Fürstlich. Die geben wir dann hier ab. Und ihr seht schon, dann haben wir auch die wöchentliche Quest abgeschlossen und stauben da auch nochmal einige Punkte ab. Beziehungsweise hier die Ziost-Holospeicher. Davon brauchen wir 80, um ein neues Mount freizuschalten. Gucken wir mal. So, wie kommen wir denn da rein? Ach so, hier. So, wir haben eine Ruhezone betreten. Hier können wir die Daten hochladen. Ja, wir können die Daten an einem Ort unserer Wahl übertragen, an das imperiale Kommando übermitteln oder gegen Bezahlung an GSI übermitteln. Ja, wir sind natürlich käuflich hier an der Stelle. Weil es einfach die böse Entscheidung ist und Netarius ist von Grund auf böse. So, das hätten wir dann auch abgeschlossen, sowie hier die wöchentliche Quest. Damit wären wir auf Siost soweit durch, Leute.
Ja, auf jeden Fall krasse Wendung hier mit dem Planeten an sich. Wer hätte gedacht, dass der komplett zerstört wird? Fand ich auf jeden Fall, ja, krass, als die Zwischensequenz dazu kam. Hier die Schuhe können wir auf jeden Fall dekonstruieren. Ach, warte mal. Die sind ja besser als... Ne, die tragen wir schon. Okay, dann können wir die auf jeden Fall dekonstruieren. Ja, ich hätte gedacht, dass wir noch nicht so gute haben, aber doch, die haben wir hier wohl schon. Hatte die jetzt immer noch nicht zerlegt? Nein, nicht da, so. Also nochmal. Dekonstruieren. Ja, weil ich immer irgendwas anderes nochmal angedrückt habe. So, jetzt aber. Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal zur Missionskonsole unseres Raumschiffes. Und dort gucken, wie es weitergeht. Hier, Auftakt Knights of the Fallen Empire ist ein weiteres Add-on. Sollten wir vielleicht hier auch am Missionsterminal aktivieren. So, Kapitel 1, die Jagd, Knights of the Fallen Empire. Der unsterbliche Sith-Imperator ist verschwunden, nachdem er den Planeten Seos verwüstet hat. Währenddessen haben zwei kriegerische Zwillingsbrüder einen Pfad der Zerstörung durch die Galaktische Republik und das Sith-Imperium geschlagen. Fest dazu entschlossen, diese Feinde aufzuspüren, greift Darth Maar auf die Hilfe beider Gruppierungen zurück, darunter auch die eines standhaften Verbündeten im Kampf gegen Revan. Dann mal los, Leute. So, klicke auf Spielen, um das Kapitel zu starten. Legen wir mal los. Die Jagd. Story, Schwierigkeit machen wir hier auf ja, Story. Wir wollen eine schöne Story erleben. Es ist eine Zeit des Chaos, eine geheimnisvolle Armee, angeführt von zwei kriegerischen Zwillingsbrüdern, hat einem Pfad der Zerstörung durch die Welten der Galaktischen Republik und des Sith-Imperiums geschlagen, um dann wieder in den Tiefen des unerforschten Raumes zu verschwinden. Zusätzlich lauert noch eine ältere Bedrohung vom ehemaligen Sith-Imperator, der nach der Vernichtung allen Lebens auf dem Planeten Seos neue Kraft geschöpft hat, fehlt ebenfalls jede Spur. Fest dazu entschlossen, dieses gefährliche Feind um jeden Preis aufzuspüren, sammelt der imperiale Anführer Darth Maar Verbündete beider Gruppierungen, um sich seinen Vorstoß in die entlegensten Winkel des wilden Raumes anzuschließen. Ja, das haben wir gerade eigentlich schon quasi gelesen. Warnung, du bist dabei, einen wichtigen Storypunkt zu überspringen und Knights of the Fallen Empire zu starten. Jegliche Klasseninhalte oder Gefährten-Stories, die du noch nicht abgeschlossen hast, sind danach nicht mehr verfügbar. Das bedeutet auch, dass sich deine Crew verfügbarer Gefährten erheblich verändern wird. Bist du bereit? Welchen wichtigen Storypunkt überspringen wir denn hier? Können wir hier nochmal gucken. Da sollen wir Knights of the Eternal Throne abgeschlossen haben und Knights of the Fallen Empire. Die Belagerung der Jedi vermutlich. So, durch den Beginn dieser Mission werden automatisch alle vorherigen Story-Missionen abgeschlossen, wobei für alle noch offenen Entscheidungen die Standardeinstellungen verwendet werden. Beim Konflikt zwischen dem Sith-Imperium und einer Kolonie von Jedi auf der alten Welt Ossus wird die Allianz von alten Verbündeten um Hilfe gebeten. Machen wir das doch mal. Okay, sie spielt nach allen Story-Inhalten. Okay, durch den Beginn dieser Mission werden deine Klassen-Story geschmiedete Bündnisse, Schatten von Revan, Knights of the Fallen, Empire, Knights of the Eternal. Okay, ich bin noch nicht bereit, sagen wir dann. Das kommt dann wohl wahrscheinlich ganz am Ende, deswegen ist es hier auch chronologisch aufgebaut. Gut, Leute, ich weiß nicht, was wir hier noch irgendwie offen haben. Bis auf vielleicht hier die Helden-Quest. Gruppeneinführung, Mobilmachung brauchen wir eigentlich nicht. Hier die Operation, vielleicht ist das damit gemeint. Also ich würde das Ganze jetzt hier einfach starten. Und dann spielen wir mal. Ein Mann kann alles erreichen, wenn er bereit ist, Opfer zu bringen. Deine Geburt besiegelt einen feierlichen Bund. Du wirst nichts besitzen. Dein Anrecht ist der Staub unter deinen Füßen.
In der Finsternis ist der Ehrgeiz dein einziger Leitstern. Die Eide, die du schwörst, die Versprechungen, die du gibst, sind allein deine. Deine Freiheit sind die Schlachten, die du schlägst. Dein Geburtsrecht, die Verluste, die du erleidest. Der Schmerz, den du erträgst. Und wenn die Dunkelheit dich findet, bist du auf dich allein gestellt. Mit mir, mein Sohn. Was für ein geiler Trailer, Leute. Ich liebe diese Trailer von Star Wars einfach. Ja, es war einmal vor einer lange Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Leider ist hier natürlich die Musik aus, weil sie einfach Copyright geschützt ist, wisst ihr ja. Knights of the Fallen Empire. Es ist eine Zeit des Chaos. Eine geheimnisvolle Armee, angeführt von zwei kriegerischen Zwillingsbrüdern, hat einen Pfad der Zerstörung durch die Welten der Galaktischen Republik und des Sith-Imperiums geschlagen. Ja, ich glaube, jetzt kommt genau nämlich die Beschreibung nochmal, die wir jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, lesen. Um dann wieder in den Tiefen des unerforschten Raums zu verschwinden. Zusätzlich lauert noch eine ältere Bedrohung vom ehemaligen Sith-Imperator, der nach der Vernichtung allen Lebens auf dem Planeten Sios neue Kraft geschöpft hat. Fehlt ebenfalls jede Spur. Fest dazu entschlossen, diese gefährlichen Feinde um jeden Preis aufzuspüren, sammelt der imperiale Anführer Darth Maar Verbündete beider Gruppierungen, um sich seinen Vorstoß in die entlegensten Winkel des wilden Raums anzuschließen. Stellt euch das Ganze jetzt vor mit der Star Wars Musik. Ist dann natürlich viel epischer. Aber wir warten mal, was jetzt hier nach dem Text noch kommt.
Sie sind da. Das weiß ich bereits. Kapitel 1, die Jagd. Ich werde nicht lange weg sein. Mars Crew soll sich in der Zwischenzeit um die Fury kümmern. Euer Name ist üblicherweise ein Garant für schnellen Service. Sollte also kein Problem sein. Ich lasse lieber auch keinen dieser republikanischen Herumtreiber aus den Augen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Zorn. Captain. Darth Maar erwartet euch auf der Brücke. Ich gehe davon aus, dass ihr den Weg noch kennt. Kommen alle miteinander klar? Haben die republikanischen Truppen Ärger gemacht? Ein paar harmlose Raufereien, mehr nicht. Darth Maar hat uns Befehle gegeben. Und so ungewöhnlich sie auch sein mögen, wir werden sie befolgen. Wir alle kennen unsere Mission. Und wir wissen, was auf dem Spiel steht. Willkommen an Bord. Vielen Dank. So, willkommen. So, was haben wir hier noch? Ja, das Tutorial brauchen wir nicht. Das lassen wir mal. So, wir haben nochmal neue Post bekommen. Die können wir nochmal lesen. Darth Maar, kein Betreff. Wir haben heute vieles verloren. Denkt daran, was Sios zugestoßen ist und was dies für unsere Zukunft bedeutet. Bereitet euch vor, Darth Maar. Nur ein paar Prügeleien und niemand wurde erstochen. Ihr habt die Wette verloren. Rückt die Credits raus. Da wartet er auf uns. Ich habe eure Nachricht erhalten. Und jetzt, wo ich hier bin, spüre ich es auch. Wir kommen immer näher. Unser ehemaliger Imperator ist da draußen. Nicht ehemalig genug für meinen Geschmack. Je eher wir ihn vernichten, desto besser. Er hat uns schon zu lange davon abgehalten, unser Potenzial zu entfalten. Ihr habt recht. Warum ist er so weit gereist? Warum verschlingt er jedes Leben auf Siost, um danach in die Tiefen des wilden Raums zu fliehen? Er muss verwundbar sein. Trotz all seiner Machtdemonstrationen muss er eine Schwäche haben. Oder er hätte mit Siost nicht aufgehört. Das wäre ein beruhigender Gedanke, was? Wenn wir ihn finden, glaube ich, dass ich den Rat der Sith zum Handeln bewegen kann. Aber ich beginne zu bezweifeln, dass die Republik uns eine große Hilfe sein wird. Ihre Unterstützung war nützlich. Aber beschränkt. Vergesst die Republik. Die Republik und die Jedi hatten ihre Chance, den Imperator zu erledigen. Und sie haben versagt. In Zukunft können wir auf ihre Hilfe verzichten. Vielleicht habt ihr recht. Mein Sith Lord, ein Sensorkontakt. 15 Kilometer. Klein. Keine Lebenszeichen. Eine Art Sonde? Die Daten entsprechen den Scans der unbekannten Kraft, die Korriban angegriffen hat. Die Schilde hoch! Verfolgen und zerstören! Fangt sie ein. Wenn wir diese Sonde in einem Stück bergen, könnten wir mehr darüber erfahren, wer uns nachspioniert. Als Wrack wird sie uns genug Informationen liefern. Und so kann sie unsere Position nicht verraten. Ausweichmanöver. Um 180 Grad wenden.
Das sind mal ein paar Schiffe. Wir wurden geentert. Feindliche Einheiten auf allen Decks. Ich kümmere mich um die Eindringlinge. Ihr bringt uns hier raus. Verdoppelt die Heckdeflektoren. Waffenenergie zu den Triebwerken umleiten. Das wird ein Spaß, Leute. Ein Spaß, den wir uns in der nächsten Folge widmen werden. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute.